kann mir relativ viele Anfragen zum Thema Videos machen und Co. Ich kann nicht allen nachkommen, beziehungsweise manche kommen einfach auf die Liste mit den To-Dos, aber diesmal wieder einer aus dieser Liste raus. Also so manches wurde gewünscht zum Thema, ja doch, Lambda Expressions und Link noch ein bisschen genauer zu machen, beziehungsweise gerade die Lambdas. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich komme dem mal ein bisschen nach und mache hier ein paar kleine Beispiele zu diesem Thema oder auch vielleicht ein bisschen Geschichtsunterricht, bis zu dem gekommen ist. Also, stellen wir uns mal vor, wir haben hier ein Integer-Array mit entsprechenden Werten und wir wollen das zum Beispiel filtern oder dieses Integer-Array zum Beispiel sortieren. Ja, jetzt können wir natürlich eine Funktion machen, die nennen wir void filter2. Die bekommen ein Integer-Array übergeben und diese Filtermethode macht eigentlich, machen wir so, Integer-Array return, machen wir ein Integer-Array mit equal only. So, und dazu machen wir uns intern kurz eine Liste mit Integern und gehen jetzt im Endeffekt dieses Numbers Array durch vor int i gleich 0, i kleiner numbers.length, i plus plus. So, und jetzt können wir sagen, if numbers i modulo 2 gleich gleich 0, wenn es durch 2 teilbar ist, dann machen wir ins.add, ja, machen wir dieses numbers an der Stelle i, gehen wir in die Liste rein. Und zum Schluss machen wir return ins toArray. Also, wir filtern, damit nur mehr gerade Zahlen drin sind. So, das funktioniert jetzt genau für Integer-Arrays und nur wirklich zum Thema Modulo 2. Die Grundidee war jetzt irgendwo wahrscheinlich damals zu .NET 3.5. Nein, nicht die Grundidee, weil das Thema gibt es ja eigentlich schon lange mit den Delegates. Indem wir filtern, ist ja eigentlich eine relativ generelle Aktivität. Filtern heißt immer, geh über die Originalliste durch und gib nur zurück, was denn passt. Und das Kriterium ist eben immer irgendwie anders. Das heißt, eine allgemeine Filterfunktion braucht irgendwas, was eine Filterfunktion liefert. Ja, und die Idee ist, weil das hier immer sehr, sehr ähnlich aussieht, dass wir hier uns überlegen, wie wir eigentlich nur diese Bedingung rausbekommen. Und jetzt schreibe ich schnell diese Funktion noch ein bisschen um, weil das ist dann schlussendlich, wie es annähernd wirklich aussieht. Wir machen uns ein iNumerable. Ja, ein iNumerable ist alles, was wir mit for each durchlaufen können. Ja, ist das Iterator-Pattern, kann ich ja mal mehr nachschauen, gibt ein Video dazu, wer will. Also, iNumerable, Filter, und das bekommt dann iNumerable von int numbers. Ja, die Funktion macht jetzt eigentlich nahezu das Gleiche. Und wir machen hier for each number in numbers, if number modulo 2 gleich gleich 0, yield return number. So, dieses yield return ist so, dass im Endeffekt sofort retourniert, sobald er kommt und beim nächsten Schleifendurchlauf dann bei diesem enumerable, beim nächsten Schleifendurchlauf er das sozusagen wieder ausführt. Das ist eigentlich so, macht das Gleiche und ist eigentlich so die Funktion, wie es wirklich wäre. Und jetzt wollen wir dieses hier noch wegabstrahieren. Also wie gesagt, hier hat C# eigentlich nur das Iterator-Pattern umgesetzt und wir wollen das hier jetzt verallgemeinern. Das heißt, wir wollen eigentlich etwas, das einen Integer bekommt und einen Bool liefert. Ja, eine Funktion. Zum Beispiel können wir sagen, wir brauchen eine Funktion isEqual. Bekommt einen Integer, x, und macht jetzt im Endeffekt return number modulo 2 gleich gleich 0. Ja, wenn das der Fall ist, nicht Numbers, sondern X. Wenn die Zahl gerade ist, dann liefert das True und ansonsten liefert das False. So, jetzt wollen wir diese Funktion mitgeben. Ja, diese Funktion. Da müssen wir vorher eigentlich so ein Delegate mitgeben. Ja, oder machen wir so noch Oldschool Return. Ja. Ja, das wäre die Funktion. Und wir wollen jetzt, das wäre die eigentliche Filterfunktion. Ja, das Durchgehen ist ja immer das Gleiche. Wir wollen diese Filterfunktion jetzt mitgeben. Dazu bräuchten wir eigentlich ein Delegate. Ja, ein Delegate ist ein Funktionspointer. Ein Funktionspointer ist etwas, das
keinen Wert beinhaltet, sondern eben eine Funktion. Und das Delegate beschreibt nur die Signatur der Funktion. Also eine Funktion, die einen Bool liefert und einen Int bekommt. Egal wie der heißt, egal wie der Parameter heißt. So, dieses Delegate könnte jetzt so aussehen. Delegate Bool Filter Handler bekommt einen Int. So, jetzt können wir Folgendes machen. Das gehört noch hier runter. Ja, die Delegate. Müssen wir unten definieren. So, wir wollen dieses Filtern abstrahieren. Wir wollen eigentlich irgendetwas, das uns Bool liefert, wenn wir eine Zahl mit übergeben. Also wir wollen hier eigentlich einen Filterhändler, Filterfunction. Und wir wollen diese Implementierung nicht fix haben. Diese Filterfunktion soll allgemein gültig sein. Filterfunction. Und jetzt bekommen wir hier mit die Number. Also, er ruft jetzt auf die Funktion, die wir hier mitbekommen, und je nachdem, ob die Funktion true oder false liefert, wird es eben entsprechend zurückgegeben. So, wie rufen wir das jetzt auf? Wir können das jetzt so aufrufen, wir können sagen, Filter, Numbers, ups, wir können die Funktion Filter aufrufen, for each var filtered, oder int fn für Filter, Number in Filter, Filter. Was haben wir denn? Definier die doch oben. Definier die auch oben. So. Ja, nicht alles ist immer prima mit den Top-Level-Statements. So, Filter, Numbers, die gebe ich mit. So, und jetzt muss ich hier noch irgendwas mitgeben, was eben diese Funktion beschreibt. Ja? Dazu mehr, erstellen wir eine Variable von diesem Delegate-Datentyp. Diesen hier. Ja, machen wir noch Klammer auf, Klammer zu mal. Also von diesem Delegate-Datentyp Filterhändler. MyFilter ist gleich. Und jetzt, wie gesagt, diese Variable hier muss irgendeine Funktion bekommen, die einen Bool liefert und einen Integer bekommt. Also is equal. So, und jetzt geben wir hier einfach an MyFilter. Das heißt, was jetzt passiert durch dieses forEach, über dieses iNumerable drüber iteriert, das hier diese Filterfunktion liefert, diese Filterfunktion hier. Dann werden hier die Numbers übergeben, er geht den, nimmt das ersten Wert raus, ruft jetzt diese Filterfunktion auf, die wir hier übergeben haben, das ist ja isEqual und das ist dann das hier. Und liefert das Ergebnis zurück, macht dann hier ein ConsoleWriteLine wahrscheinlich oder sowas, je nachdem was wir reingeben, und dann als nächsten Schritt gehen wir wieder durch, macht er es wieder und gibt es immer wieder zurück. Und immer hupft er wieder raus, springt er wieder raus und ruft ihm diese isEqual-Funktion raus. Und wenn wir es anders machen, durch dreiteilbar, nur Zahlen, dessen Ziffernsumme, keine Ahnung was ist, dann brauchen wir nur diese Filter, hier eine andere Funktion mitgeben. Und diese Filterfunktion funktioniert nach wie vor wie gehabt. Ja, wir haben sozusagen einen Teil der Komplexität rausgelagert und so doppelten Code immer vermieden. Ja, was ist ziemlich ungut jetzt hier noch? Wir haben hier dieses Delegate, das wir definiert haben. Wir haben die Funktion, die wir definiert haben. Wir haben das isEqual definiert, also dieses myFilter definiert und das myFilter mitgegeben. Das ist ziemlich viel rundherum, ziemlich viel Plumping-Code. Vor allem haben wir sehr viel doppelt gemacht. Wir haben hier diesen Bool, wir haben gesagt, es muss einen Bool liefern und bekommen einen Integer. Wir haben das aber hier wieder angegeben. Und hier das Return. Und manche Sachen könnte doch eigentlich der Compiler selbst machen. Der könnte doch intelligenter sein und könnte sagen, jetzt pass auf, diese Filterfunktion erwartet etwas, das einen Bool liefert und einen Integer bekommt. Eigentlich ist es egal, wie die Funktion heißt. Das Einzige, was ich wirklich brauche, ist diese kleine Implementierung. Ja? Und das ist das, was jetzt die Lambda-Expressions können. Wir lassen ständig den Compiler den Datentyp selbst ermitteln und lassen alles, was Plumbing Code ist, weg. Plumbing Code ist eigentlich dieser Bool, dieses sogar der Funktionsname, der Datentyp hier und das Return. Das kann der Compiler alles selbst machen. Das heißt, worauf will ich hinaus? For each int fn in filter numbers. Okay, er muss einen Integer bekommen, sagen wir, es ist ein x. Also eine Variable muss er bekommen. Und jetzt wollen wir, dass diese Variable x vom Datentyp Integer ist,
weiß er ja durch dieses Delegate. Dass er einen Bool liefert, weiß er auch. Ja? Was er nicht weiß, ist die Implementierung. Also dieses Klammer X ist sozusagen dieser ganze Funktionskopf hier. Das ist eine Funktion, die hat keinen Namen. Nicht so wie dieses is equal, die ist anonym. Ja? Aber was sie liefert und was sie bekommt, ist schon klar. Und das Return brauchen wir auch nicht schreiben. Ist doch umsonst. Weiß jeder, dass er einen Wert zurückgeben muss. Modulo 2 gleich gleich 0. Ja? Und das ist jetzt die Lambda-Expression. Vor dem Pfeil ist eigentlich der Funktionskopf und nach dem Pfeil ist die Implementierung und das war's. Ja, wir haben einfach einen Haufen Zeug sozusagen weggegeben, Plumping-Code, den man eigentlich so bräuchte, den Compiler überlassen, dass er das dann draus macht. Er macht es eh wieder draus, keine Angst. Der nächste Vorteil ist, ich sehe hier direkt, was ist die Bedingung, hier muss ich mir wieder die Variable suchen, muss mir die Funktion suchen, muss mir die Funktion anschauen. Also der Code ist auch kompakter und beisammen, was beisammen sein soll. Und wenn ich die Implementierung ändere, sage ich das hier. Und jetzt gibt es ein Video über die Standard-Delegates, ja, Predicate, Action und Func. Ja, und die erlauben uns, dass wir auch das nicht mehr schreiben müssen. Ja. Predicate ist, liefert einen Bool und bekommt, was wir gerne hätten. Das heißt, in diesem Fall würde das hier nicht Filterhändler heißen, sondern es würde einfach heißen Predicate und bekommt einen End und heißt Filter Function. Und dieses Predicate ist definiert, dass es einen Bool liefert und in dem Fall einen Int bekommt. Dann sparen wir uns sogar das hier. Gut, aber die Moral von der Geschichte, wenn man so will, ist, all den Schmarrn sozusagen, den ersetzen wir, indem wir hier einfach den ganzen Funktionskopf eine anonyme Methode machen. Wir machen hier nur die Parameter in runden Klammern vorher, ja, x und wenn es mehrere wären, Beistrich y, Beistrich z, alle Datentypen, oder wie auch immer du sie nennen willst. Alle Datentypen werden automatisch vom Compiler geprüft, je nachdem, was das Delegate hier braucht. Und nach dem Pfeil kommt die eigentliche Implementierung. Die soll aber kurz sein. Also wenn das eine Funktion ist, die sehr lang ist, dann bitte wirklich eine Funktion machen. Für so kurze Sachen ist das toll. Und das X ist auch typisiert. Das sieht man hier mit dem IntelliSense. Das ist ein X, ein Integer. Und wenn es ein Person Array wäre, dann wären es Personen und ich habe IntelliSense und alles verfügbar. Ja, und was jetzt .NET 3.5 damals noch gemacht hat mit diesen, nicht nur, dass sie das Enumerable und die Delegates und so, das hat es eigentlich mehr oder weniger eh schon gegeben, die Lambda Expressions waren neu. Sie haben auch noch Extension Methods gemacht. Sie haben gesagt, okay, diese Funktion, ja, das vorhin hin und dann kann ich es auf dieses Numbers Array direkt anwenden, wenn man so will. Aber das ist eine andere Geschichte.